Hey, selbst die Geier leveln mit. Die waren fucking 49. Schön. Oh, keine Wachen, keine wilden Tiere, nichts. Ein Treffer in die Brust. Ein verschwendetes Leben. Er hat sich gewehrt. Gegen einen Dieb. Ja, wo der Dieb wohl herkommt. Nicht zufällig aus dem Lager, was hier irgendwo um die Ecke ist. Pferdeäpfel, aber kein Pferd. Jetzt wissen wir, wie unser Dieb entkam. Eine Blutspur. Jemand ist schwer verletzt. Er kann nicht weit sein. Kanika braucht den Papyrus. Schnell dem Dieb hinterher. Was ist... Dem geht's gut, oder? Oh. Oh. Ich hab den Angreifer. Wow. Kanika wird sie an der Grabungsstätte entziffern müssen. Und jetzt ab mit dir. Komm, als ob das Pferd nur 5 Meter läuft. Ja, nee, ist klar. Ei, ei, ei. Ich frage mich jetzt echt, was ich eigentlich morgen mache. Mache ich morgen Remnant? Oder mache ich Terraria? Hm. Aber jeder und seine scheiß Mama machen Terraria. Na, guck mal, ob ich morgen Lust drauf hab. Weil an sich bin ich durch mit dem Spiel. Mal gucken. Irgendwas findet sich schon. Komm, wir gehen querfeld ein. Das dauert ja Jahrhunderte. Wieder. Oh. Ja, so viel dazu ist okay. Ja. Diese verdammten Soldaten durchsieben den Sand, löschen unsere Geschichte aus. Hast du den Papyrus gefunden? Wer stahl ihn? Nein, das ist unwichtig. Nur das Relikt zählt. Schnell, sie unternehmen alles, um es zu bekommen. Nein, das kann nicht... Ich dachte, aber das ist unglaublich. Wir müssen zur Höhle des endlosen Leids. Jetzt! Geh vor, Kanika. Ich nehme es mit jedem auf, der sich uns entgegenstellt. Möglicherweise graben sie am falschen Ort. Wirst du das Relikt erkennen? Das werde ich. Kann man vom Retten verlorener Relikte leben? Ich muss gestehen, ich habe mein Geld als Schmuggler gemacht. Ich zahle Ägypten eine große Schuld zurück. Niemand. Ihr zerstört unser Erbe, unsere Vergangenheit. Die Geschichte wird unsere sein. Relikt für Relikt. Okay, wir sind aus diesem Lager geflohen. Wird nicht geplündert. Und gehen jetzt wieder rein. Du Bastard. Um alle zu töten. Geht's dir gut? Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Komm halt hoch! Das ist der Falsche. Hier, fang! Oh, wait. Oh ja, das ist bestimmt auch eine super Idee. Hier, Feuer. Achso, ich kann meinen Typ nicht tragen. Ich schlitze ich auf!
die Eingeweide raus! Gott, das Targeting funktioniert so gut. Nicht den Typen hinter mir, nee, nee. Der hinten, 3 Kilometer entfernt, auf dem fucking Pferd interessiert mich. Bist du wieder wach? Nee. Ein Anubis-Schatten ist in der Nähe. Was denn sonst noch? Du stehst übrigens in Flammen. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Der Ungläubige. Oh wait, geht das? Komm her! Alarm! Angriff! Alarm! Ja, gut zu wissen, dass man die einfach tot parieren kann. Ich glaube, das Targeting. Woher? Achso, ihr seid die Verstärkung. Wie in Dark Souls. Oh, ist... Wie bitte? Du hast mich nicht mal gesehen. Ihr wusstet nicht, wo ich bin. Aber schmeißt rein zufällig. Oh mein Gott, wirklich? Friss das, du Ratte! Wo kommt der Fürchte her? Hier waren doch nur 3. Was mit dir? Kommen wir dann jetzt weiter? Das ist der Ort. Die Höhle des endlosen Leids. Diese Schönheit. Komm und zieh dir das an, Bayek. Was, das Loch hier? Niemand ist rechtschaffener als ein geläuterter Dieb. Das kann nicht sein. Hast du es? Nicht es, Bayek. Sie. Und wie schön sie sind. Goldene Hefte. Klingen aus Himmelseisen. Lilie und Schakal auf den Scheiden. Dolche? Mehr als bloß Dolche. Es sind die Klingen des Sohnes des Aton. Tutanchamun. Die Waffen eines Pharao. Der Verbleib seines Grabes war für Jahrhunderte in der Wüste verloren. Hier, du musst sie nehmen. Ich bin kein Dieb, Karnika. Vielleicht können sie eines Tages wieder bei dem Pharao ruhen. Bis dahin gehören sie in die Hände von jemandem, der Ägypten dient. Ich nutze sie, um all jene zu strafen, die unsere Geschichte beschmutzen. So ist es richtig. Mögen ihre Hefte in deinem Dienst nie ihren Glanz verlieren, Bayek. Ich werde dem Dorf der Mondscheinschieber einen Besuch abstatten. Dort gibt es viele Schmuggler, die nachhaltige Geschichte brauchen. Ich hab, Low Latency ausgeschaltet. Yummy. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum du so weit hinten bist. Weil aus irgendeinem Grund habe ich mit Low Latency kein Transcode. Und ich weiß nicht genau warum. Und ich werde es auch nicht hinterfragen. Aber anscheinend ist der Low Latency Mode dezent buggy. Von daher. Ach, du warst bei 14 ohne Buffern. Ja, das ist cool. Ja, das ist was mir gestern aufgefallen ist, als ich gestern Abend irgendwie Streams geguckt habe. Und ich hatte auch keinen Buffer oder ähnliches, aber ich habe gemerkt, wie einfach. Ich glaube, der Buffer von Twitch an selbst ist einfach größer geworden.
Und wie gesagt, ich hatte so gestern auch so zwei, drei Mal bei ein paar Streams, wo ich mir auch dachte, what the fuck, gib mir im Chat. Du warst irgendwie sechs Sekunden vor mir. Wir ehren Sobek, der wandelt. Er stieg aus den tobenden Fluten, um unsere Feinde zu strafen. Hast du ihn gesehen? Ja, er kämpfte mit 100 Soldaten, den Tyrannen, die seine Kinder aus Geldgier töten und häuten. Uns, die wir von diesem Land leben, bleibt nichts. Ich mache mir selbst ein Bild seiner Macht. Fürchte ihn nicht. Er wird das Fleisch jener schonen, die ihn verehren. Noch ein wandelnder Gott. Krokodilstränen. Such das Krokodil, Zeno. Wo ist das Krokodil? Da ist das Krokodil. Er ist der Krokodil. Wow. Das ist kein Gott. Nee, das ist kein Gott. Für einen Gott siehst du verlottert aus. Schickt dich der schändliche Hauptmann vom Kai, um mich zu verspotten? Ich hörte, du hast gegen die Soldaten gekämpft, die Krokodile töten. Ich versuche nur, meine Familie zu beschützen. Sobek gestattet uns zu nehmen, was wir zum Überleben brauchen. Nicht mehr. Das ist eines der Gebote. Du wolltest sie verscheuchen. Sie glauben, machen Sobek durch Streife das Schilf. Warum sollte der Fluch nicht etwas Gutes bewirken? Dein letzter Einsatz hätte dich fast das Leben gekostet. Ich kümmere mich um die Wilderer. Geh vorsichtig durch das Schilf, Neb. Dieser Hauptmann respektiert das natürliche Gleichgewicht nicht. Das wird er bezahlen. Seine Synchro hat mich gerade so dermaßen an so ältere RPGs erinnert. Oh, klar, guck mal wieder in dem Lager. Der klang gerade wie straight aus Gothic 2. Also es ist wirklich straight. Ist ja der Hammer. Bleib stehen! Ja, ja, du siehst mich dieser jetzt schon. Ort wird schwer bewacht. Was? Hi. Hey, gemeinsam! Ich töte dich! Bong. Jetzt mach ich dich tot! Du schlägst mich tot. Stell dich hinten an. Hat man dich zu heiß gebadet? Weg damit! Ja, mit mir, Brüder! Achso, dich kann man nicht parieren. Aus Gründen, die niemand weiß. Lebensmüde? Ich reiß dir die Eingeweide raus! Gott, Chille sind so schön, ne? Haben wir es dann. Hi. Sie dachten, der Jäger wäre wirklich Sobek. Der Jäger ist wirklich Sobek. Mhm. Kehre zum Jäger zurück. Ich hab grad so. Grad so eine Ecke an der Nase. Die Hütte des Jägers in Flammen. In Flammen. Ich glaube, die Flammen sind schon vorüber. Ich bin froh, dich unversehrt zu finden. Du sagtest, du kümmerst dich um den Hauptmann. Und doch kam er und brannte meine Hütte nieder. Sei unbesorgt. Der Hauptmann ist tot. Dann ist der Osiris gleich wieder auferstanden. Denn er war hier und schrie meinen Namen, während ich in den Büschen hockte. Das kann nicht sein. Er ist tot. Hier stimmt etwas nicht, Neb. Hat mich Sobek verflucht? Du tust sein Werk, warum sollte er? Wohin ist dieser Hauptmann gegangen? Zum Außenposten, bei den Feldern. Ich werde herausfinden, wie ein Wilderer einen Schakal täuscht. Für dich ist es nicht mehr sicher. Du hast recht. Ich gehe nach Süden, wo sie die Götter ehren. Möge der Tobende dir Zähne geben, Neb. Kennt ihr das? Wenn Sachen einfach keinen Sinn machen. Also so wirklich null Sinn. So null Sinn.
bin gerade immer noch geflasht. Oh, guck mal. Ist wieder im Lager. Eigentlich sollte ich ja... Nee, ich sollte nicht. Ich krieg immer noch. Das ist... Okay. Ich habe das Gefühl, es gibt Firmen, die versuchen aus einem Auftrag so viel wie möglich rauszuholen. Jemmy, mein Telefon hat geklingelt und ich hatte schon wieder dieses lustige Serviceunternehmen dran, das anscheinend die Techniker organisiert, wegen meinem Internet, was ja anscheinend immer noch eine Störung hat. ja. Ich krieg nachher einen Techniker, der sich das in meiner Wohnung anguckt. Aus dem Weg! Und bleib stehen! Mittwoch kommt dann einer, der sich das Hauselektriktechnik anguckt. Warum das nicht ein und derselbe Typ machen Gebt kann, den Weg frei. Verstehe ich nicht. Verdammt, wir müssen aufholen! Da bist du ja! Das ist like, what? Warum? Ich meine, ja, es ist... Ne? Hier gibt's Ärger! Nee, einfach nur nee. Du da, Rainbow! Du kannst nicht fliehen! Du kannst nicht fliehen! Oh, du, das Lustige ist, ich habe nachgeguckt, wenn ich meinen Vertrag aufstocken würde, würde ich quasi... Hey, was? Ich hab freie Schussbahn. Lass mich nicht lügen. Ein Jahr Vertragslaufzeit tauschen gegen mehr Upload und mehr Download. Da bist du! Für weniger Geld übrigens. Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. Das Problem ist, dann verliere ich mein Anrecht auf eine IPv4. Und eigentlich mag ich meine IPv4-Adresse. Und habe kein Interesse an IPv4 über IPv6. Und der Nebel lichtet sich. Das steht nämlich in den neuen Verträgen nicht mehr drin. Okay, wie viele Nebenquests haben wir denn jetzt noch? Ich sehe keine mehr auf der Map. Wird es Zeit, das Questlog... Hier ist auch nur noch eine. Wir haben nur noch eine? Okay. Oh, die ist ja direkt um die Ecke. Wo ist die? Oh, natürlich. Für den IP-Kram bist du nicht genug drin. Lass es mich so formulieren. In der Theorie ist IPv6 eine tolle Idee. Und es gibt IPv6 auch schon ein bisschen länger. Das Problem ist nur, dass die meisten Webseiten immer noch kein IPv6 unterstützen. Zum Beispiel Twitch. Twitch hat kein IPv6. Wenn du dein Netzwerkding quasi, ne, in deinem Adapter ausschalten würdest, lol, ich hätte jetzt gerne nur noch IPv6 und machst einfach dein TCP-IP für IPv4 aus, du würdest dich wundern, auf wie wenig Webseiten du nur noch kommst. Es ist absurd, wie wenig Webseiten IPv6 unterstützen. Ihr komplett AWS läuft auf IPv6, aber weder Amazon noch Twitch funktionieren mit IPv6. Was so, like, what? Warum? Diese Zone ist tabu. Das macht einfach keinen Sinn. Was? Oh, das ist wieder die Quest. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe die eben schon mal angefangen und aus Versehen abgebrochen. Ja, ich muss hier nämlich rüber.
Und das Lustige ist, dass das fällt einem halt auch nur auf, wenn so lustige Sachen passieren wie, hey, dein DNS-Server für IPv4 schmiert ab, aber dein DNS-Server für IPv6 funktioniert noch. Und du wunderst nicht, warum du auf einige Webseiten drauf kommst und auf einige nicht. Okay. Hier lang war's. Nee, fuck. Das ist auch der einzige Weg, wie du sowas entdeckst. Weil normalerweise merkt das kein Schwein. Es gibt diese lustige Technologie, wenn euer Dienst für dieses Land getan ist. Dass du quasi IPv4 über IPv6 machen kannst. Spart dir natürlich Adressen. Bist du hochmütig, arrogant, weil du es einfach in einem Subnetz unterordnen kannst. Hältst du dich etwa für einen Richter? Du entscheidest über Schicksale, wenn dein verdorben ist. Das Problem ist nur, dass es super lustig wirst, wenn du versuchst, damit zu streamen. Oh boy, das ist, nennen wir es interessant. Weil das ist ein routing-technisches Desaster. Oh shit, ich weiß, warum ich keine Nebenquests mehr habe, weil die ganzen Nebenquests hier drin sind. Ja, das wird ja lustig. Ende vom Lied, solange ich eine IPv4 behalten kann, behalte ich meine IPv4. Scheiß auf IPv6. Du bist gekommen, Kämpfer des Tod. Das ist einfach. Das Internet ist noch nicht so weit. Das klingt zwar merkwürdig, aber es ist halt echt so. Wo ist die Scheiße? Zehn Kilometer entfernt. Are you high? Yep. Ich bin Bayek, ich bin immer high. Bist du Rayas Bruder, Ranufer? Kannte ich dich, als ich noch lebte, Sani? Deine Schwester hat dir dieses Amulett gemacht. Es wurde dir im Leben gestohlen. Ich bringe es dir zurück. Anubis ließ dich passieren? Also kann mich das Amulett meiner Schwester auch hier beschützen? Mir fehlen die Worte für so ein Geschenk. Bleib gesund und stark unter dem strahlenden Licht, Ranufer. Wahrscheinlich ist IPv6 Standard, wenn über ein IPv8 kommt. Dude. IPv6 hat schon so absurd viele mögliche... Ja, leck mich. Also, das könnte ein Weilchen dauern, bis wir IPv6 ausreizen. Also, es sollte Ewigkeiten dauern. Das Lustige ist, was mir aufgefallen ist, weil ich war ja über Wochenende gefühlt nur mit Handy geteilt. Warum zum Geier, wenn du dich über Handy mit irgendwie Mobile Data und Tasse nicht gesehen einloggst? Warum ist das alles IPv4? Ich meine, es ist kein Wunder, dass dir dann die Adressen ausgehen. Das ist halt so richtig bescheuert. Kannst du es fühlen? Ein monströser Schatten ist am Tor. Er droht uns zu verschlingen. Ich fühle gar nichts. Ein Herz. Geschwärzt. Stinkend. So abscheulich und schwer. Es muss die Waage getäuscht haben. Aber das Wägen kann nicht betrogen werden. Alle müssen sich Osiris Richtspruch beugen. Das Verderben kommt her. Es wird die Welt besudeln. Das Kornverderben, aus dem wir Brot machen. Den Wein vergiften, den wir trinken. Du musst es aufhalten, Bayek von Siva. Woher kennt ihr meinen Namen? Dein Renn wurde mir geflüstert von Todd, dem Wissenden. Er hat ihn in mein Ohr geatmet. Was ist es, Gottes Wille? Es gibt ein Ritual, dunkel und ketzerisch. Ans Licht gebracht in der Zeit des Sohns von Aton.
seitdem unter Verschluss in der Halle des Wissens. Du musst es mir bringen. Müsste nicht Bayek das schwere Herz haben? Well, about it. In der Theorie, ja. In der Praxis? Nobody cares. Okay, wer von euch ist schuldig? Dahinter sind die verbotenen Schriften. Es gibt sicher einen anderen Weg. Gibt es? Ich sehe nichts. Oh, Lichter. Ja, wenn wir nicht durch die Tür durch können, dann gehen wir halt über die Tür drüber. Hochsicherheitstrakt hier im Jenseits. Das ist es. Das ist wirklich dunkle Hacker. Ich hoffe, das Orakel versteht, was sie da tut. Also zuerst spüren wir Dinge in den Jenseits und jetzt laufen wir hier für einen fucking Google Assistant rum, ey.